Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, es ist früh am Morgen, 6 Uhr ist noch nicht ganz hell und ich bin gerade dabei, mein erstes Frühstück einzunehmen, und zwar wie immer meine Kokosnuss. Die habe ich geöffnet und am frühen Morgen auf nüchternen Magen immer so ein Glas Kokosnussmilch ist einfach toll. Also mache ich, wie gesagt, fast jeden Morgen, bevor ich dann frühstücke. So, wir haben Besuch. Unser Sohn Kang ist wieder hier. Der muss aber heute schon wieder zurück zu seiner Einheit in Sakeo. Dort macht er den Militärdienst. Ja, wir waren gestern kurz noch jemanden besuchen und haben dann gleich auch den Kang und seine Familie mitgebracht. Die haben heute hier übernachtet und meine Schwiegermutter auch. Also 7 Leute in diesem kleinen Zimmer hier. Wir haben am Bett geschlafen, die anderen am Fußboden, natürlich mit Bettzeug und Kisten. Das ist hier so in Thailand, ist gewöhnungsbedürftig. Am Anfang habe ich das auch nicht richtig verstanden, inzwischen ist das aber okay. Und ich finde es sogar toll. Natürlich möchte ich das jetzt auch nicht jeden Abend, man braucht dann schon auch seine Privatsphäre, aber so ab und zu, zusammen mit den Kindern, man muss sich das vorstellen. 4 Generationen jetzt in einem Zimmer, also das war meine Schwiegermutter, dann ich und meine Frau, dann der Sohn Kang und die Enkelkinder, Wan Mai und Akin. So, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen am Grundstück hier rum. Wie gesagt, langsam wird es hell. So, unsere Wan Mai ist schon aufgestanden. Und meine Schwiegermutter auch. Die anderen schlafen noch. Das zeige ich jetzt nicht. Stören wir erstmal nicht. So, die Mimi natürlich auch wach. Wan Mai. So, die Kleine. Ihr Bruder schläft noch, ne? So, Leute. So, das sind unsere Hunde. Es ist etwas trüb, aber ein wunderschöner Morgen. Es wird mit Sicherheit ein schöner Tag heute. Und wichtig, es ist nicht mehr so kalt wie jetzt vor Tagen. Es ist ganz angenehm. Also wir haben heute schon die Klimaanlage, die Aircon einlaufen lassen, und zwar die ganze Nacht, weil es war, ich schätze mal so, keine Ahnung, 24, 25 Grad. Tagsüber werden es dann 35 so. Also schon langsam wird es wieder heiß. Ne? So, dann schauen wir mal zu unseren Kühen. So, da ist unser Gästebungalow. Der steht leer jetzt. Die hätten natürlich auch hier übernachten können, aber nee. Die wollten halt alle zusammen sein. Ja. Normalerweise hier schläft ja meine Schwiegermutter, wenn sie zu uns kommt. Aber jetzt, da sie alle da waren, wollte sie natürlich auch da vorne schlafen. Ja. Ja, bei den Kühen brennt noch das Licht, das brennt die ganze Nacht. Und zwar sind das so 3 Lampen. Rötliche Farbe, und ja, die sollen halt die Insekten fernhalten. Das macht man hier so, das machen die meisten, also fast alle, die Kühe haben.
Und manche machen sogar noch ein bisschen Feuer, so, also Rauch, das soll dann die Insekten auch vertreiben. So, sieht alles gut aus hier. Ich werde sie dann gleich auch rauslassen und im Stall sauber machen. Sieht hier aus vom Weiten. Gestern, wie wir nach Hause gekommen sind, wirklich, diese Lichter, das sieht aus wie in der Disco. So, also unsere Kleinen sind wohl auf. Schauen wir noch mal kurz zu den Enten und Hühnern. Oh, ist noch ziemlich dunkel, da sieht man wenig. Aber ich sehe schon, die haben da Eier. Also ich habe jetzt 6 Enten und 4 Hühner. Und jeden Tag 10 Eier. Also jede Ente und jedes Huhn legt pro Tag ein Ei. So, da haben wir jetzt noch Boden bestellt, Erde bestellt. Gestern, wie gesagt, wir haben ja schon mal 20 LKWs bestellt. Und das hat nicht ganz gereicht. Das sieht man aber erst, wenn das gerade gemacht wird. Deshalb haben wir jetzt noch mal 10, also eigentlich 12 haben wir noch mal genommen gestern. Hier aus dem Reisfeld von unserem Nachbarn. Die sind heute auch fertig, glaube ich. Ist auch gut so, weil das ist schon staubig, wenn die da arbeiten. Also wie gesagt, das wird heute noch gerade gemacht, planiert. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Er hat gesagt, er kommt heute Nachmittag mit seinem Traktor, mit der Planierraupe. Das ist jetzt, wie gesagt, die sind eigentlich gestern schon fast fertig. Ja, das war der letzte Reih, das letzte Reisfeld. Nee, noch ein bisschen haben sie, aber heute werden sie fertig, auf jeden Fall. Und das war's dann auch, weil es ist, wie gesagt, jetzt in der Trockenzeit schon staubig, wenn die da mit den LKWs hin und her fahren. Und ja, man sieht es an den Pflanzen, da hat sich der Staub überall. Aber gut, das muss auch gemacht werden. Die machen das vielleicht einmal in 10 Jahren, das mit den Reisfeldern. Und dann, ja. So. Heute wieder mal volles Programm, weil wir müssen ja auch unseren Sohn Kang nach Surin bringen und dann seine Familie wieder nach Hause. Der muss ja heute, wie gesagt, zurück. Und vorerst wollen die Kinder noch natürlich im Pool schwimmen. Haben nicht viel Zeit, so um 10 Uhr müssen wir dann losfahren. Naja. So, noch kurz zu unserem Garten. Da wächst alles prächtig. Ich gebe aber auch jeden Tag mindestens einmal Wasser, abends oder in der Früh, manchmal sogar zweimal. Aber die Pflanzen wachsen, die haben schon, ja, da sieht man es. Ja. Schon Früchte. Da ist fruchtbarer Boden hier, weil früher war hier der Hühnerstall und der Entenstall und ja auch der Kuhstall daneben an. Deshalb ist der Boden gut gedüngt. Und hier sieht es auch gut aus. Da wächst auch alles. Hey, nee, ab und zu streiten die auch, aber die wissen, dass ich das nicht mag.
So Leute, also das ist hier der Isan am frühen Morgen auf unserer kleinen, ja, Farm, wenn man das so sagen kann. Ja, noch zu den Mangos. Da sieht man, oben blühen die noch, der Baum, und unten sind schon Früchte. Die sind fast reif, die sind noch grün, aber ich schätze mal in ein, zwei Wochen. Ja. Hier habe ich auch ein bisschen aufgeräumt, wie gesagt, hier kommt dann so eine Art Lagerraum für verschiedene Geräte und auch Futterdepot und so weiter. Wird dann gemauert und Beton unten. Also hier mache ich auf jeden Fall Beton unten. Im Kuhstall bin ich mir noch nicht sicher. Schauen wir mal. So, das sind unsere Bananen. Die werden schön langsam reif. Jawohl, sieht man. Oben sind die schon. Die muss ich jetzt zudecken. Weil man sieht, da oben haben schon die... Ne, die muss ich ganz... Haben die Vögel schon ein bisschen herumgepickt. Machen die gerne, ne? So Leute, das war's dann wieder mal mit einem kurzen Video am frühen Morgen hier bei uns im Isan in der Gegend von Suruń. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand.